aus Mittenwald. Tag 4 steht an. Philipp ist schon draußen, der macht schon das Auto ein bisschen ready. Und ja, wir liegen hier mit bester Aussicht auf die Berge. So geil, haben wir die Klappe aufgemacht. Wir können hier entspannt rausgucken. Dann entspannt die Aussicht genießen. Und so sieht das von unserem Bett aus, wenn wir rausgucken. Einfach mal herrlich. Schön den Sonnenaufgang angeschaut, wie er über die Bergkuppen geht. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal ready und dann kann es losgehen zum Bäcker. Und so ein Wasserbett wird auch schon die ersten Eiskristalle. Es wird Zeit, den Brenner anzuschmeißen. Moin! Wir machen uns gerade ready für unsere erste Dusche. Nach einer Woche. Philipp hat uns hier was Schönes gebastelt. Ja, Flasche. Warm Wasser. Jetzt ist nicht das Wetter so, dass wir auch mal rausgehen können. Löcher drin. Genau. Und dann können wir jetzt hier mal eine Runde duschen gehen. So. Eine Sonne ist ja fast ohne so warm. Wo stelle ich mich denn hin? Hier oben hin? Ach, schön mit der Badhose, Alter. Oh ja, es funktioniert. Oh ja. Oh, ja. Oh, das ist eine warme Dusche. So, ein bisschen einseifen hier. Die Beine hier. Ja, funktioniert nicht ganz. Wieder hier festhalten. So läuft das, wenn man hier unterwegs ist. Oh, jetzt ist ganz schön kalt. Duschbad. Huh, ich hab's Duschbad vergessen. Also wie ihr seht, bei uns fehlt hier nix. Wir haben hier alles dabei. Wunderschön, Philipp, das sieht so gut aus. Ich weiß, danke. Oh Mann ey, ja, wir werden jetzt auf jeden Fall, ich werde gleich auch nochmal schnell duschen und dann werden wir gucken, ob der Skywalk hier offen hat. Hier ist so ein Gipfelpfad, der über die Bäume, so ein Gipfelpfad, der über die Bäume geht und dann mal gucken, ob der jetzt offen hat und danach geht es weiter zum Bodensee. Da werden wir uns heute vielleicht Konstanz angucken, wenn wir rüberkommen mit der Fähre und morgen geht es dann schon zu meinem Cousin nach Richtung Stuttgart und nicht nach Richtung Freiburg, wie wir eigentlich dachten. Ja. Deswegen ist jetzt auch unser Plan dann irgendwie ein bisschen, ja, unser Plan, wir hatten ja sowieso keinen richtigen Plan gehabt, aber ein bisschen durcheinander geworfen worden, weil wir dachten, wir müssen nach Freiburg. Aber mein Cousin wohnt gar nicht in Freiburg, sondern in der Nähe von Stuttgart. Oh, ist mir kalt. Ja, deswegen muss man erstmal gucken, wo es denn danach weitergeht. Also den groben Plan für heute haben wir erstmal. Echt erfrischend. So, Erik ist sich jetzt ja auch. Ja, wie ihr seht, macht sich das einwandfrei hier. Schön mit dem selbstgebauten Duschkopf hier. Ist natürlich auch ökologisches Waschmittel, was sich abbaut und der Natur nicht schadet. Also es ist auch ein sehr schönes Bild. Erik steht hier mitten im Schnee und duscht erstmal. Oh, das ist herrlich, ey. Das ist so schön warmes Wasser. Wer braucht eine Campingdusche, wenn man Panzertape und eine leere PET-Flasche hat? Leider ist das so eine Dusche, die irgendwann zu Ende ist. Nachdem Philipp und ich dann fertig waren mit dem Duschen, haben wir uns auf unsere Fahrräder geschmissen und sind dann den Berg hochgefahren zum Skywalk, weil man von da oben eine richtig geile Aussicht aufs Allgäu bekommen soll. Ja, Skywalk war leider zu. Ja, so wie alles in wir waren, Reise. Ach, wir waren einmal oben, aber war wie jetzt, ja, wie schon gedacht, eigentlich auch zu. Aber war auf jeden Fall Versuch, aber dafür haben wir jetzt hier noch eine schöne Wiese gefunden. War schön, eine Runde noch chillen können. Und das schöne Wetter genießen. Ja. Und auch nochmal die Aussicht, wie immer, 10 von 10. Genüsslich genießen können. Schon zu Philipp gesagt, vorhin ist es zu witzig. Man liegt hier schön entspannt, im Trockenen, die Sonne scheint und 20 Meter weiter liegt einfach schon. Ach, auch witzig, ey. Ja, wir chillen jetzt hier auf jeden Fall noch eine kleine Runde und dann gehen wir wieder runter zum Bus. Und fahren zum Bodensee weiter.
Diese Kackfahrrad-Pferde sind für mich. Da müssen wir eine halbe Stunde hoch gebraucht, da haben wir 2 Minuten runtergebraucht. Für uns ging es dann weiter zum Bodensee, genau gesagt nach Konstanz. Leider haben wir vor Ort nichts gefilmt, deswegen hier einfach mal ein paar Stockbilder. Am nächsten Morgen ging es dann für Philipp und mich in das wunderschöne Baden-Württemberg, wo wir meinen Cousin für einige Tage besucht haben. Der wohnt in der Nähe von Stuttgart und mit ihm zusammen haben wir dann eine richtig geile Radtour durch die bergige Landschaft gemacht.